Hallo und herzlich willkommen zu meinem Happy Baby Vlog, ihr Lieben. Und heute bin ich total aufgeregt, denn mein 3 Monate alter Sohn, der bekommt heute sein erstes Activity Gym. Und das ist genau das hier. Ich habe mal wieder was bestellt bei babyartikel.de. Und dieses Teil ist wirklich total toll. Das ist ja die Vorderseite. Ich habe es gerade schon ausgepackt und hier ausgebreitet. Und das ist hier die Rückseite. Und dann würde ich euch das gerne mal zeigen. Das ist hier eine richtige Spielewelt, eine richtige Erlebniswelt. Also das Ganze ist von der Marke Tiny Love. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich das jetzt endlich mal bestellt habe. Denn so kann der Kleine endlich mal vernünftig spielen. Weil sonst halte ich immer irgendwas über ihn drüber. Ein Greifball oder so eine Rassel oder sowas. Aber mit diesem wunderschönen Teil ist er richtig beschäftigt. Und ich habe auch mal wieder Zeit, einige Dinge in der Wohnung zu erledigen. Schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen näher an. Und zwar haben wir hier oben dieses, das nennt sich nämlich auf der Packung unterhaltsames elektronisches Lichter- und Musikspielzeug mit 7 Melodien. Darauf bin ich schon total gespannt. Die Nummer 2, ihr Lieben, das sind diese Sicherheitsregler, die könnt ihr einfach rauf und runter verstellen, so wie es gerade passt für euer Kind. Nummer 3 ist dieser Zappelelefant, das ist hier. Die Nummer 4 ist diese Sonnen- und Wolkenrassel. Die Nummer 5 ist das kleine Äffchen, auch total süß. Die Nummer 6 ist auch mal wieder so ein bunter Beißring, genau. Die Nummer 7, wo haben wir sie denn hier? Das ist ein richtiges Suchspiel hier. Hier ist die Nummer 7. Genau, das sind diese Gleitringe und diese ermöglichen halt die flexible Spielzeugpositionierung. Also hier sieht man das nochmal genau auf dem Bild und das zeige ich euch gleich nochmal an dem fertigen Objekt. Das kann man hier so richtig schön rauf und runter positionieren, sodass das auch genau auf das Kind, auf seine Position zugeschnitten ist. Dann Nummer 8, das ist so ein 3D-Zebra, da kann das Kind sein Tastvermögen ein wenig schulen. Und die Nummer 9, wo haben wir sie denn? Das ist dieses, ja genau, hier. Das kleine Äffchen als Beißring, das kann man dann so runterziehen, finde ich auch super praktisch. Man kann die Sachen übrigens auch sehr gut reinigen. Dann die Nummer 10, das ist dieses Suchspiel mit dem Elefantenohr. Ich glaube, das kann man nachher so hochklappen, das werde ich mir gleich nochmal genau anschauen. Nummer 11 ist der Spiegel. Auch ganz süß mit der kleinen Raupe. Also ich finde sowieso, ist alles total niedlich gemacht hier. Und Nummer 12 ist dieses Knisterpapier. Das ist bestimmt auch ganz witzig für so ein Kind. Ja, und was man eigentlich noch braucht, ist im Grunde ein Kreuzschraubenzieher und 3 von diesen kleineren Batterien. Die habe ich jetzt schon mal zurechtgelegt. Und jetzt fange ich mal an, das Ganze hier mal zusammenzubauen. Ich habe hier alles schon bereits so hingelegt. Also hier sieht man ja bereits die, das Äffchen und die ganzen Halterungen. Hier die Beißringe, da unten der Spiegel und so weiter, der Elefant. Und hier ist dieses Teil für die 7 Melodien. So, und das werden wir jetzt mal gemeinsam auseinanderschrauben. Ich habe jetzt hier die Anleitung, aber das ist alles total selbsterklärend. Man schraubt das hier einfach auseinander. Dann dreht man das, öffnet es und man sieht direkt, wo die Batterien eingebaut werden müssen. Es geht total einfach. Und ich hoffe, das funktioniert auch sofort. Und Regler wieder drauf. Dann die Schraube wieder festziehen. Und das ist dieser Spielebogen. Dann dreht man das einfach um. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hoffe, das funktioniert auch direkt beim ersten Mal. So. Und festmontiert ist es. Es kann nicht mehr runterfallen. So, hier haben wir die ganzen Sicherheitsringe. Und da hängen wir jetzt erst einmal direkt die kleinen schönen Spielsachen dran. Hier zum Beispiel. Das kann man einfach wild zusammenstecken und nachher kann man einfach mal sehen, ob man nicht das eine oder andere doch austauscht. Das ist ja total beliebig. Ach, wie schön. Der Elefant hat auch so ein, ist eine Rassel und gleichzeitig hat es auch dieses Knisterpapier.
ist ja witzig. Den kann man sogar langziehen. Moment. Nochmal. Wow. Das wird mein kleiner Noah total gut finden, das weiß ich jetzt schon. Und ich auch. Ich freue mich total drüber, dass ich das endlich gefunden habe. So was Cooles hier. Und dann können wir das reinmachen. Das Schöne ist, man kann das alles schön reinigen. Hier ist auch nochmal diese Wolke mit der Sonne und eine Rassel. Werden wir hier mal dran machen. Also ihr seht, das ist total easy zu montieren. Den kleinen süßen Spiegel, ja, den setze ich unten rein. So. Ja. Den drehe ich erstmal um. So. Und dann bauen wir das Ganze mal ein. Hier sind jeweils Ecken. Wenn ihr mal ein bisschen näher kommt, dann seht ihr, dass wir hier Ecken haben. Und hier in diese Lasche wird einfach dieses Teil befestigt und eingeklickt. Das ist so ein Druckknopf. Die andere Seite. Dann vorne. Ist das schon fast fertig. Jetzt verschiebe ich diese Sicherheitsringe. Ich möchte das hier nämlich ein bisschen in die Mitte positionieren. Also man kann das komplett auf die Seite kippen, dieses elektronische Musikteil, indem man das einfach hier andrückt. Dann ist das flexibel. Dann kann man das wirklich so positionieren, dass der Kleine richtig schön drin liegt. Also jetzt zum Beispiel hier so runter, wenn er jetzt hier unten liegt. Dann kann man das hier so anbringen oder einfach in die Mitte. Das ist ja echt total easy, ne? So eine schöne Führung. So zum Beispiel. Aber das finde ich auch super, ihr Lieben. Man kann die Ecken einfach zusammenklicken. Moment. Und dann hat man auch ein gutes Gefühl als Mama, weil das Baby liegt sicher in dieser Krabbeldecke. So. So, weil gerade wenn die Kleinen anfangen zu krabbeln, dann ist das so eine Sache. Also, ihr Süßen, ich finde dieses Teil super geil, weil hier habe ich ein gutes Gefühl als Mama. Hier kann ich auch noch andere Sachen mit reinlegen, Spielsachen, seinen Greifball zum Beispiel. Und ja, ist ein richtig schönes Teil. Wenn ihr ein bisschen näher kommt, dann seht ihr hier auch echt diese richtig schöne Erlebniswelt, diese vier großen Quadrate. Und dann haben wir hier nochmal, was ich vorhin sagen wollte, was ich gezeigt habe, dieses Öhrchen von dem Elefanten, auch mit diesem Knisterpapier. Das finden Kinder nämlich sowieso immer ziemlich cool. Dann haben wir hier diesen 3D-Zebra. Ja, und hier die einzelnen Elemente, die jetzt hängen. Und ganz vorne haben wir auch nochmal eine Befestigung, auch mit einem süßen Motiv, auch nochmal so ein Knisterpapier. Ein richtig cooles Teil. Und jetzt kommt das Highlight, ihr Lieben. Wir probieren aus, ob das funktioniert mit der Musik. Ich bin total gespannt. Also. Und kommen wir nun zu meinem wunderschönen Überraschungseffekt. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, ob das und wie das funktioniert. Jetzt sehen wir hier, das Ganze hat einen schwenkbaren Drehkopf, was natürlich sehr praktisch ist für die Positionierung. Und hier kann man die Lautstärke einstellen. Es geht schon los. Ist ja witzig. Also richtig schön mit Lichtern. So, meine Lieben, das ist mein Tiny Love Activity Gym für meinen kleinen süßen Sohn. Und ich kann es kaum erwarten, bis der Kleine gleich wach wird und spielen möchte. Und dann werde ich den Kleinen da reinlegen und hoffe, dass der Kleine ganz viel Spaß hat. Und wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, dann geht auf YouTube unter Fit and Food Style bei Linda und da findet ihr jede Menge Videos von mir. Macht's gut, bis dann. Tschüss.